Leute, was geht ab, Leute, hier? Vincenzo, schaue ich mir an. Hab letztens, was heißt letztens, gestern darüber berichtet, dass ich meinen zweiten K-Drama angeschaut habe. Der erste hat mir nicht so getaugt. Und auch auf Instagram. Und dann habe ich viele Nachrichten bekommen. Yo, Hong, check Vincenzo ab. Der soll krass sein. Ja, also finde ich bisher nicht schlecht. Und ja, Dimi, also ich wollte mich mit Dimi treffen zum Mittagessen. Bisschen quatschen, dies, das. Was so bei ihm abgeht. Aber hat er kurz spontan abgesagt. Er hatte ein Jobinterview reinbekommen. Was bei mir spontan reingekommen ist, ist eine Impfung. Eine Freundin von mir, deren Mutter arbeitet in der Apotheke und über den ist ein Arzt und die hat halt mitbekommen, dass die ihre Impfungen wegschmeißen müssen, weil die nicht genug Kandidaten haben, Interessenten. Er hat sie gefragt, hey, hast du Interesse nächste Woche? Weil der Arzt hat Überdosis zu viel. Ich so, hab mir nie Gedanken drüber gemacht. Es kommt, was kommt. Bei mir aber. Ja, wieso nicht? Jetzt hat sie spontan geschrieben, keine Ahnung, dass es einen Termin gibt oder Zeit, keine Ahnung. Also ich soll jetzt dann zum Impfen einfach kommen. Wieso nicht? Dann hat sie gefragt, ob ich einen Impfpass habe. Ich so, nee, hab keine Ahnung, was das sein soll. Irgend so ein gelber Ding, was ich seit Geburt habe. Ich so, kein Plan, Digga, ich habe mich seit 20 Jahren nicht mehr impfen lassen. Sie so, oh mein Gott, was ist da los? Wie geht das? Masern, dies, das, voll gefährlich und so. Ich so, keine Ahnung, ich habe mich seit der Grundschule nicht mehr für irgendwas geimpft. Schreibt doch nicht in die Kommentare, ob das normal ist, Leute. Wahrscheinlich nicht. Okay, Digga, wie sieht's hier aus, Mann? Hab das schnell abgeholt. Wie gesagt, die Apotheke ist drunter. Alter, richtig spontan, richtig so. Wie nennt man das? Hier ist schon so um zwei, drei Ecken. Dubios, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Richtig dubios. Ich weiß nicht, wer das ist, was hier jetzt mit mir passiert. Irgendwelche dunklen Gänge. Rein und direkt wieder raus. So muss es sein, Leute. Homestyle, Leute. Was für ein Test. Ich bin kein Süßspeisentester. Wie deins? Deins auch? Hier, warte. Na. Nein, ich meine, ich teste. Ach so, dein, ach so, ja. Ich teste dieses Kaffee. Ja, wir testen beide dieses Kaffee. Kollege möchte hier vielleicht arbeiten. Freut mich. Als Aushilfe. Deswegen testen wir das mal. Gurken schmecken nicht so. Wer tut Gurken in seinen Reis heute? Vor allem Essiggurken. Das ist auch nicht. Das sind bestimmt Vietnamesen, oder? Das sind Vietnamesen. Vietnamesen scheinbar, manchmal das. Reis? Gurken in Reis? Boah. Also ich als so Russin. Kimchi-mäßig. Ich als Russin mag ja schon Gurken, aber da. Ja, wir haben so einen Essiggurken-Salat mit Erdnüssen, aber das tut man nicht direkt in den Reis. Das ist halt so zeitlich. Schmeckt auch nicht gut. Aber ist gut besucht hier. Ja. Mach auch einen Kaffee auf. Ich oder du? Du probierst dich jetzt rum und dann startest du durch. Und wieso Kaffee? Was sonst? Shisha-Bar. Ja, das sowieso. Jetzt bin ich an die Shisha-Bar am Haus vorbeigefahren. Hab ich bei dir zu Hause gerochen. Da riecht's besser. Da irgendwo wohnt Luisa mit dem Freund. Wer ist von Luisa? Diese Influencerin von mir. Krass. Frankfurt Ring wohnt sie. Das ist aber nicht die Shisha-Bar. Ich meine, die am Haar. Am Haar? Achso, du meinst die von meiner Kindheit? Ja. Von deiner Kindheit, wow. Ja, das Alter, ist ja meine Kindheit. Mit was? 9 warst du Shisha rauchen, was? Nein. Ja, also. 16, 17 waren wir dort immer. Damals, wo es noch nicht ab 18 war. Früher war es ja ab 16 oder so. Ich weiß. Hab ich auch gemacht. Immer da, Freitagabend, Samstagabend und dann irgendwie Industriepark Maggie, gechillt, Parkplatz. Oh mein Gott, machen die Leute immer noch? Ja, immer noch. Das geht anders ab. Letztes waren die Jungs ja da Freitag, dann hatten die Hunger, da sind ein paar von uns rübergefahren, schnell McDonalds. Dann haben die erzählt, das sieht aus wie bei Tokyo Drift.
dass sie da ganz chillen und so. Ja, mit ihren aufgetunten Autos, das ist der Wahnsinn. Ich gehe rein und sag... Schneide das raus, ich, du wüsstest nicht, dass es ein Video ist. Ich gehe rein und sag, einmal alles bitte. Ich check noch so schnell einen russischen Laden hier ab. Die Kollegin ist Russin, angeblich. Zeigt sie mir, was hier so krass ist, Alter. Ein paar Kleinigkeiten nur gekauft. Russische Dumplings, ein bisschen was Süßes. Angeblich mit Kondensmilch, ihr wisst, wir lieben Kondensmilch. Ein paar Snacks, also nichts Großartiges. Und so einen russischen Kuchen. Es geht ab, Leute, Hunger. Früher Start ist mein Brunch. Ich bin echt müde. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich echt heute früh zum Zahnarzt musste. Früher Termin oder wegen der Impfung. Auf jeden Fall, mein Arm tut weh. Hier, da wo es halt eingestochen wurde. Als hätte mich irgendwie ein Baseballschläger an der Stelle getroffen. Aber sonst geht's mir gut. Wie gesagt, ein bisschen schlapp. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, der, die das auf dem Heimweg Pastrami-Sandwich mir gegönnt. Schauen wir mal. Sah auch krank aus auf Insta, aber ob der mit dem anderen mithalten kann. An sich sieht das schon krass aus. Ist lecker, aber keine Chance. Es gab Probleme beim Zahnarzt. Ich habe ja so einen Zettel, den sollte ich mitbringen, so einen pinken. Unterschrieben von der Krankenkasse. Habe ich mitgebracht, da meinte sie, ja, das ist schon abgelaufen. So ein Zettel hält nur 6 Monate und die Behandlung geht schon 9 bis 10 Monate. Also sie dürfte jetzt eigentlich nicht weiter behandeln. Außer, also sie müsste es verlängern. Und normalerweise geht es ohne Probleme durch. Aber im schlimmsten Fall müsste ich selber bezahlen. Und ich denke mir so, hey, ich habe doch schon für diese ganze Behandlung bezahlt. Zahnzusatzversicherung, Krankenkasse hat schon alles übernommen. Keine Ahnung. Sehr kompliziert. Auf jeden Fall habe ich gesagt, sie so, also im schlimmsten Fall, also sie hat mein Okay, also sie hat mein Okay gebraucht, dass wir jetzt fortfahren, obwohl die Krankenkasse sozusagen das gerade nicht deckt. Da habe ich halt ihr so gesagt, ja, kein Problem, ich zahle, egal wie viel das kostet, ich habe Bitcoin Money. Also ich bin auf jeden Fall müde wegen der Impfung. Nicht, weil ich heute Morgen so früh aufgestanden bin. Ich habe ein bisschen krasses Brot geholt für Bargisch. Tati und Nico haben leider abgesagt, aber Bargisch wollte heute vorbeischauen, streamen, dies, das. Krasses Fleisch hat er, meinte er, krasse Würste bringt er und ich soll mal schauen, ob ich krasses Brot holen kann. Deswegen hier Julius Brandner, krasses Brot Münchens. Und der Typ drin hat mich erkannt als Hong, Ex-Pokémon-Go-Spieler. Er so, oi, du bist doch Hong. So, ja. Pokémon Go. Ja, das waren geile Zeiten. Passiert nicht mehr so oft, dass ich erkannt werde, nicht so wie früher. Da war es echt regelmäßig, aber man kennt mich noch. Ich habe mir ein Croissant bei denen geholt. Ich meine, wenn die das beste Brot machen, müssen die auch ein krasses Croissant machen. 3,50 hat das gekostet. Also so ein ganzes Brot kostet auch 3,50, also klein. Deswegen schon teuer. Wow, das ist echt extrem gut. Alter, der hat's drauf, Mann. Julius Brandner, der ist krass, Alter. Das war's von mir, Leute. Muss man jetzt noch mich ein bisschen ausruhen, ein paar Sachen sauber machen für die Jungs später. Schaut im Stream vorbei. Und ansonsten natürlich immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Twitch und Instagram, jeden Freitag sind wir live. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. See you business und ciao.